Malti und hallo liebe Angelsportsfreunde. Heute bei einem stürmischen Wetter mit relativ viel Regen bin ich trotzdem ans Wasser gefahren. Und zwar, ich habe mir im Internet viel über Skirted-Jigs angeeignet bzw. angelesen und war dann mal im Angelladen und habe geguckt, ob man die kaufen kann, und ich fand die relativ teuer. Und dann habe ich nochmal probiert, im Internet nach einer anderen Lösung zu finden, und dann bin ich darauf gestoßen, dass man sie auch selber binden kann. Daraus hat sich dann erschlossen, dass ich mir ein paar Materialien bestellt habe und mir quasi dann meine eigenen Skirted Jigs gebunden habe. So sehen sie im Endeffekt aus, mit ganz vielen verschiedenen Farben. Ich werde sie jetzt mal hier mit einblenden. Ja, dazu habe ich mir erstmal ein kleines Fliegenbindeset bestellt, bei Amazon sogenannte Rubbers, also so Gummifransen mitbestellt, und habe sie dann selber gebunden. Ja, und das möchte ich heute mal ausprobieren. Bei diesem stürmischen Wetter ist es auch ein neuer See und ich will es trotzdem probieren. Also ich habe hier einmal 5 Gramm Jigkopf mit diesen Gummifransen mit dran gemacht und den Scissor Comp von Ilex habe ich dran gemacht und probiere es mit Skirted Jigs auf Barsch. Ob mir das heute gelingt, wage ich zu bezweifeln. Ich wollte auch noch mal was ganz anderes testen, und zwar haben mir mal 2 Kumpels was mitgebracht. Der eine hat mir ein Tungstenblei mitgebracht in Kupferfarben. Grüße gehen raus an dich, Ötti. Danke noch mal dafür, das ist so ein kupferfarbenes Blei. Er hat gesagt, ich soll das mal ausprobieren. Und dann hat mir noch der Sluddy aus Berlin vom Angel Joe die Rhines Krebse mitgebracht. Grüße gehen dich auch. Grüße gehen auch raus an dich, so verplapper ich mich hier schon wieder. Und diese Kombo möchte ich heute auch nochmal auf Barsche testen. Wie gesagt, am neuen See, und ich weiß nicht, ob ich was fange. Wir werden es einfach mal sehen. Ich hoffe es einfach. Und ihr seid einfach mit dabei. Also, es geht los an das stürmische Gewässer. Da steht das Kraut auf jeden Fall noch sehr, sehr weit unter der Wasseroberfläche. Neue Stelle, neues Glück. Und es ist extrem windig. Also. Aber ich möchte testen. Wahnsinn! Trotz dass ich schon Offset fische, kriege ich immer wieder an den Offset-Haken Kraut mit dran. Und am Bullet auch. Also der See hat noch sehr viel Krautbestand. Sehr viel sogar. Ja gut, neue Stelle suchen, mal gucken, wie es dann wird. So, ich habe jetzt den Platz gewechselt. Leider ist der Platz an der belebten Straße. Ich habe jetzt hier jetzt einen braunen Skirted Jig. Und mit einem Kitech drauf, einen kleinen Impact, glaube ich, ist das, Swim Impact, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall einen kleinen Gummifisch. Und jetzt probiere ich mal, dem Barsch nachzugehen. Also los geht's. Das Wetter wird immer ungemütlicher. Ich mache jetzt hier nochmal ein, zwei Stellen, fische ich jetzt nochmal ab. Vielleicht sei es mir nochmal gesegnet, dass ich einen kleinen Heck kriege.
wovon ich aber nicht ausgehe. Jo, und dann würde ich mal sagen, war es ein bisschen Angeltag und dann sehen wir uns nachher nochmal zum Abschlussgespräch. Also, los geht's. Es hat geklappt. Zwar kein Barsch, aber dafür ein kleiner Hecht. Er wollte diesen schönen Skirt-Jig haben. Und rein. Ja, jetzt hier die letzte Angelstelle. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Danach werde ich aufhören. Mit dem Carolina Texas Rig brauche ich es hier auf jeden Fall nicht probieren. Es ist zu viel Kraut hier im See und der Untergrund ist so schlammig, da versinkt der Köder. Deshalb probiere ich jetzt hier, wie gesagt, mit diesem Curly-Jig. Auch hier werde ich den nicht auf den Grund aufkommen lassen, sondern ich fische den durchs Mittelwasser. Und ja, wie man jetzt vielleicht schon hören kann, ist es sehr windig. Wir sehen uns jetzt einfach. Ich mache jetzt noch ein paar Würfe und wir probieren. Vielleicht geht mir ja noch einer ans Band. Hoffentlich. So, bei diesem saumäßigen Wetter werde ich das Angeln jetzt einstellen. Es hätte geklappt. Ein Hecht habe ich gefangen. Fangen konnte ich ihn ja mit dem Skirt-Jig, wie ihr auf dem Video ja gesehen habt. Und ja, mit dem Carolina Texas Rig, tut mir leid, Sluddy und Ötti, konnte ich leider noch nicht mit angeln. Der Untergrund war so ich lege das einfach mal fürs nächste Mal fest und gucke ich, ob ich damit was fange. Ja, für heute soll es erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt am Ende des Videos jetzt nochmal ein anderes kleines Video einspielen. Da war ich auch mit den Skirted Jigs los und hab auch einen schönen, da konnte ich einen schönen Barsch fangen und das werdet ihr jetzt einfach im Nachhinein sehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe mit etwas besserem Wetter. Ansonsten, ich scheue mich auch nicht bei Wind und Regen rauszugehen, habt ihr jetzt gesehen. Und wünsche euch jetzt wirklich alles, alles Gute. Also, bis dann. Tschüssi. Der erste schöne Stachelritter und kein kleiner. Auf die Skirted Jig mit Assistant Comp. Boah. Hier ist der Köder. Sehr schön. Das ist ein schöner Barsch. Richtig nice.